Moin Leute, Trimax hier. Ihr habt gerade die Roomtour gesehen, das war der letzte Vlog. Wir gehen jetzt los. Wir wollen einmal, wir müssen noch einen PC ausleihen, damit ich dann streamen kann. Viele Sachen habe ich dabei. Dann müssen wir noch sowas zu einem Mediamarkt, das heißt hier glaube ich Best Buy, wo wir HDMI-Kabel und noch ein langes LAN-Kabel kaufen müssen und noch Adapter für die Steckdose, noch eine Mehrfachsteckdosenleiste. Und jetzt wollen wir einmal ganz kurz das Fitnessstudio ab. Checken, weil da werde ich sehr oft hingehen können jetzt. Also ich habe 5-mal die Woche mir vorgenommen. Wir haben ja dann, wenn ich wiederkomme, relativ kurz danach die Fahrradtour von Hamburg nach Kopenhagen. Und jeder, der bisher mitkommt, ist ein besserer Radfahrer als ich. Deswegen muss ich da ins Training rein und halt mich direkt vorbereiten für die nächste Saison für Fußball, damit ich jetzt nicht komplett noch unfitter werde. Genau, und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ganz kurz zum Fitnessstudio. Da kommt mein Bruder, dann Best Buy, PC ausleihen, müssen wir ein Taxi machen. Wird auf jeden Fall nice. So Leute, wir sehen uns im Gym. Ich zeige jetzt meinem Bruder ganz schnell das Fitnessstudio. Das ist völlig verrückt hier. Kostet 180 Euro im Monat. Ist ziemlich teuer, aber das ist alles mit dabei. Einmal ein Spa und ein richtig geiler Poolbereich. Dann ist hier, oh witzig, das haben die gerade gesagt. Hier ist eine Halle, die ist gesponsert. Müssen wir. Guck mal, die haben gerade über die Wand gesprochen. Das ist gesponsert von der NBA und ein Profi hat das hier gesponsert. Und immer wenn er da ist, fährt die Wand hoch und dann darf man da drüben nicht spielen. Jetzt ist eben war die Wand noch nicht oben. Jetzt ist die Wand oben. Jetzt ist wahrscheinlich dann ein Profi. Aber dürfen wir. Ich weiß aber nicht wer, ich kenne mich bei Basketballspielern nicht so aus. Alleine, dass man hier einen Basketballcourt hat, einfach von einem NBA-Profi, weil er hier selber trainieren möchte, hat er das einfach gesponsert. Heftig, ne? Ja, guck mal, wie amerikanisch der hier ist. Der ist sehr amerikanisch. Okay, du kriegst es gar nicht hin, wir gehen weiter. Ach, da ist ein riesen Push-Button. Gut, weiter. Ja, hier müssen wir auch einmal spielen. Ich habe ja auch bald das Basketballturnier. Da bin ich übrigens kurz zurück in Deutschland, Leute. Hier ist ein kleiner Indoor-Pool, wo man ein bisschen schwimmen kann. Hier ist der Saunabereich, ein Eisbecken, Jacuzzi und Sauna. So, und hier ist das Fitnessstudio. Ich glaube, wenn man hier einmal das Lifetime joint, es gibt 7 Lifetime-Fitness in New York. Ist das deine Musik? Man hört doch hier eh seine eigene Musik, oder? Da hinten ist ganz viel Cardio. Hier gibt es noch Yoga-Kurse, hier gibt's, du kannst noch getaped werden. Hier ist echt viel, auch richtig viel inklusive. So, wir haben ultra Glück. In 3 Tagen öffnet Außenpoolbereich, einfach im 11. Stock. Da öffnet das Ganze hier. Das ist halt krank. 2 Pools im 11. Stock, mitten in New York zwischen den Hochhäusern. Das ist krank. Das ist echt crazy. Das ist schon ein sehr krasses Fitnessstudio. Dann gehen wir hier mal raus. Hier ist die Dachterrasse und Chill Area und hier ist noch ein Restaurant mit ganz vielen Eiweißnahrungen. Hier müsste direkt die Kreuzung unten sein, ne? Was ist da hinten? Das stimmt, da hinten ist sogar der Fluss, auf den wir rausschauen. Das Fitnessstudio ist bei uns direkt im Gebäude. Oder zumindest direkt nebenan. Das sieht schon echt krass aus. New York ist echt heftig mit diesen unfassbar hohen Gebäuden, ne? Und hier ist dann der Außenpoolbereich. So, kurzer Sprung. Wir sind jetzt hier mit der Oma und zeigen. Du hast es auch noch nicht gesehen, ne? Das Apartment. Gehen wir jetzt direkt rein. Kannst gehen. Okay, wir gehen. Ich bin überrascht. Geh direkt. Super, super. Links ins Wohnzimmer. Und der Blick, also sagenhaft. Das ist ja sagenhaft, wirklich. Das ist aber was ganz, ganz anderes als hier. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das so im Fernsehen sieht, im Hochhaus oder das dann so sagt, guck dir das an, die Menschen sind hier arm, das sind so klein. Die Autos. Spielst du mit Autos? Kannst du denken? Xbox. Ja. Kannst du dir so vorstellen zu leben, oder? Ich weiß nicht. So Leute, wir gehen jetzt los, mein PC abholen. Da oben läuft Minecraft-Werbung auf dem Würfel, einfach smart. So, wir gehen jetzt weiter zum Times Square. So Leute, ganz doll am Times Square angekommen. Das ist so surreal, dass man das einfach schon 1000 Mal in Filmen gesehen hat und jetzt einfach hier vor Ort ist. So, die erste Mahlzeit jetzt in New York ist ein Filet Mignon Sandwich. Ich weiß gar nicht, wo die Soße ist, kriegen wir wahrscheinlich noch. Du hast, nee, hab's gerade runtergestellt von mir. Surf and Turf hat Selina einmal und Niki hat auch das gleiche. Was hast du? Ich hatte Surf and Turf. Essen ist durch. Ich fand es sehr, sehr lecker. Wie fandest du es? Ich fand das Essen super. Typisch amerikanisch, tolles altes Lokal. Super, echt schön. Ich bin knapp, wenn du so willst. Super, schöne Beilagen, der Spargel war super. Weiter Oma.
Ja, was noch? Grüner Spargel, super. Wie waren die Kalamari? Ja, die waren auch spitzenmäßig. Wie fandest du den Parmesan auf den Kalamari? Ja, ich fand alles super toll. Gut, wir gehen jetzt weiter den PC abholen. Ein bisschen so, eigentlich dachten wir, okay, der Laden macht morgens um 11 auf, dann gehen wir da direkt hin. Jetzt ist es schon nach 1, jetzt müssen wir da aber langsam mal hin. Setup holen. So Leute, übel random, was passiert? Erzähl. Mir hat gerade ein komplett random Typ geschrieben, Nordlicht.77, Shoutout. Schickt mir einfach, ich habe mir gerade den Livestream vom Times Square in 4K angeguckt und hat uns einfach gefunden, da steht die Oma, da steht Max. Einfach gespottet, was sagst du dazu? Das kann man nicht glauben. Wie ist das möglich, dass die uns da finden, bei den vielen Menschen? Okay, gut, ja, weiter geht's. Ey, wir leben noch in Simulation, das ist hier einfach ein Hochbräuhaus. Da gucke ich eigentlich mal die HSV-Spiele. Und das ist einfach über einen Wendy's und über einen Dunkin' Donuts. Wie random und mitten in New York, hä? So, wir haben wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Ich glaube, morgen wird der heißeste Tag von Anfang Mai, was es in New York seit Jahren gab. Morgen werden es 26 Grad. Was sagst du dazu? Ich finde das spitze. Da machen wir gleich einen Ausflug. Fahren wir auf den Hudson River. So. Also wir sind im 11. Stock hier bei eGets, wollen wir einen PC ausleihen. Es war sehr schwer aus Deutschland das Ganze zu managen, weil die wollten direkt bezahlt bekommen oder direkt meine Adresse und Telefonnummer und Kreditkarte mit Code. Alles wollten die, deswegen haben wir gesagt, machen wir nicht. Wir holen das jetzt hier einfach ab. Du nimmst mich dabei auf. Weil du musst das jetzt klären. Ah ja. Was glaubst du, sind da für Teile im PC verbaut? Ja, da kann ich überhaupt gar nichts dazu sagen. Von sowas habe ich wirklich null Ahnung. Boah, wir haben es geschafft. Mit dem Uber-Fahrer den PC hergeholt und dreimal einen Bildschirm. Das muss ich jetzt noch aufbauen. Aber alle Treiber installieren, das ist erstens schwierig. Zweitens die ganzen Programme, die Elgatos anschließen, Mikrofon, Kamera, alles. Das wird nochmal ein großes Ding. Die Aussicht ist gerade sehr, sehr geil. Das ist jetzt nicht mehr so diesig. Also es ist echt eine sehr, sehr geile Sichtverhältnisse gerade. Mittlerweile über 2 Stunden später. Ich habe jetzt die ganze Zeit das Setup aufgebaut, aber es sieht jetzt gut aus. Fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Also es ist super viel, ein komplettes Setup mitzunehmen. Ohne eine USB-Kamera, sondern mit der Facecam und mit einem richtigen Mikrofon und den ganzen Stuff. Die ganzen Programme und OBS-Einstellungen. Es sieht jetzt sehr gut aus. Morgen früh sollte der erste Stream klappen. So, Mikrofon, dann Cloudlifter ans Interface. Treiber ging nicht so, sondern musste ich selber machen. Tastatur und Maus gingen die Treiber selber. Facecam noch angeschlossen. Dann hier mega der Krampf mit 2 verschiedenen Steckdosen. Ich habe eine Mehrfachsteckdosenleiste mitgebracht, aber das bringt ja gar nichts. Wenn auch die Bildschirme, die ich ja auch ausgeliehen habe, auch die amerikanischen Stecker habe. Aber da habe ich zum Glück da hinten noch 2 gefunden. Kompletter Kabelsalat, Kabelmanagement, komplett Katastrophe. Ist aber egal. Ist sonst noch eine Notfallbeleuchtung, wenn man das braucht. Aber das sieht jetzt sehr gut aus. Ich könnte jetzt auch schon theoretisch streamen. Ich brauche jetzt nur noch Discord und noch ein paar Games runterladen. Und dann sieht das gut aus. Und dann sollte der Stream mit der Aussicht im Hintergrund klappen. Apropos, ihr Aussicht, ich habe das jetzt erst gesehen. Da unten ist ein Museumsflugzeugträger mit allen möglichen Flugzeugen drauf. Und ist, das ist doch ein Blackbird da, das Ding, oder? Ultra krass, dass das direkt hier unten ist. So, dann würde ich sagen, machen wir den Vlog jetzt hier auch zu Ende. Wir haben uns heute den Sport reingezogen, aber da gehen wir jetzt gleich noch hin. Morgen kommt schon Chef Strobel. Der ist ja unabhängig von mir hier. Der wollte ja ein Duo Valorant Radiant Projekt machen mit Kuba. Sie zeigen, wie leicht man auf den amerikanischen Server doch Radiant kommt im Duo. Bin ich sehr gespannt. Wir werden uns treffen, wir werden alle möglichen Vlogs machen. Wir haben richtig viel geplant. Morgen gibt es eine Bootstour, das wird noch sehr, sehr nice. Genau, damit, wenn ihr das verpassen wollt, könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Haut rein. Tschüss.